Kannst reinkommen. Ich begrüße euch zurück bei Let's Play Minecraft. Zusammen mit dem Darky, ehemals. Was war's? Wie hieß du vorher? Dark Angel. CDSR Dark Angel. Stimmt, und davor CDSR Clan-Leader. Und davor. Wie hieß du davor? Hier Spartaner? Spartaner, glaube ich, ne? Nee, Clan-Leader. Stimmt, nur Clan-Leader. Und dann. Nee, warte mal, so stimmt das, egal. Nee, der ist sehr klar. Auf jeden Fall mit Kevin, auch mit Chifu, der dann gleich hoffentlich wieder drin ist. Der muss die Aktualisierung durchführen. Von Minecraft. Und wir hatten auf jeden Fall gerade. Ich bin schon dabei. Wir hatten auf jeden Fall gerade 5 lustige Folgen Let's Bash Halo Reach. Die letzte Folge war, glaube ich, die lustigste. Shifu ist online! Yay! Shifu ist wieder da. Wir sind übrigens schon in der Aufnahme, Shifu. Okay. Und. Genau, ich zeige euch jetzt nochmal die Karte, die wir auf Kevin seiner Welt erstellt haben. Ich glaube, die habe ich einmal. Wollte ich die schon mal zeigen? Ich habe die schon einmal gezeigt. Hast du schon mal? Stimmt, ja. Die U-Bahn war sie damals, hatte ich gezeigt, ne? Und ich kann jetzt nochmal hochgehen auf meinen Turm. Mein Turm. So. Und da haben wir als erstes, sehen wir nichts. Wie immer. Also hier haben wir wunderschön viel nichts. In dieser Richtung befindet sich noch mehr nichts und eine wunderschöne Mine. Und in dieser Richtung haben wir noch mehr nichts und aufbauende Karte. Von hier aus sieht man schon, dass CDSR. Ja, CDSR. So ein bisschen wird durch die Turmsicht von meiner Burg leider versperrt. Aber man sieht auch schon, die Burg ist etwas angewachsen seit dem letzten Mal. Ja, da kann man so leicht erahnen, dort und hier, die Gebäude ringsherum. Aber das zeige ich euch mal von innen. Also wir befinden uns jetzt in meinem kleinen Castle. Das hier ist mein Schlafplatz. Dann haben wir vorne das Foyer in Richtung meines Schlafplatzes. Dann haben wir hier ein Gästezimmer. Nummer 1 ist das. Dann haben wir hier den Durchgang, wo wir nach unten kommen. Hier besitzen wir dann Gästezimmer Nummer 2. Und hier gibt es dann den Weg nach unten. Der ist noch nicht fertig. Und hier haben wir Gästezimmer Nummer 3 und 4. Das Ganze hat 4 Gästezimmer. Shifu kann sich gerne umsehen, aber bitte keine Blöcke platzieren oder klauen, weil das ganze Gebäude ist mir heilig. Ich weiß, man erkennt es kaum noch wieder. Man erkennt es noch kaum noch wieder, aber Shifu, genau hier an dieser Stelle, mit denselben Außenmaßen, muss ich dazu sagen, stand hier dein Haus, deine Holzhütte. Ich habe genau dieselben Maße. Ich habe Block für Block ersetzt und dann eine Burg draus gebaut. Die Burg ist in 2 Stadien erbaut worden. Zuerst, man sieht es noch so ein bisschen, das hier war mein Hof mit oben offen und allem. Dann habe ich hier eine Zwischenetage reingezogen. Ja. Naja, hat sich viel geändert. Dann habe ich angefangen, hier außenrum Gebäude zu platzieren. Da haben wir dann einmal hier, wo Shifu gerade runterrennt, haben wir den Abgang in meine kleine Schmiede, sage ich dazu mal gerne. Das ist so eine kleine Nische, hier so ein Raum rein. Und wenn man hier weiter rumgeht, kriegt man den Abgang in die tieferen Ebenen. Hier kommt noch so ein Laufsteg oben rüber. Also praktisch so ein kleiner Wehrgang. Schlechte Idee. Und da unten haben wir die Tiefenschmiede. Hier werden noch Treppen platziert, also Steinstufen platziert, und hier wird dann nochmal alles so mit Stein ausgekleidet, soll dann auch hier mit einem kleinen Wasserlauf entstehen. Also viele, viele tolle Sachen. Ist auch noch eine Aufbauphase. Die Burg, also man muss dazu sagen, ja, wir können hier, ich kann es mal ganz kurz demonstrieren, hier nur das normale Craft-Menü, wir sind nicht im Creative-Mode, das ist eine Überlebenskarte, so wie meine am Anfang auch auf Überleben gespielt wurde. Und deshalb war das Ganze mit dem Cobblestone, Gott sei Dank, habe ich den selber abbauen müssen, sondern das waren alles Spenden und Hilfestellungen, ansonsten wäre ich wahrscheinlich verzweifelt. So, dann haben wir hier die Kaserne, da geht es einmal hier rein, da haben wir den Ausgang auf dem Wehrgang hier außen rum, einmal hier so rum, äußerer Verteidigungsbereich, dann geht es innen drin noch einmal hoch, und zwar hier, da haben wir dann die zweite Etage, da geht es dann auf den, also auf den inneren Wallbereich, sage ich dazu. Und dann geht es eigentlich noch einmal höher. Und da würde dann praktisch das Dach kommen. Aber das ist noch nicht gebaut. Kann man sich noch ein bisschen umsehen. Da unten, das kann ich jetzt gleich mal wegreißen. Da habe ich mir eine Pflanzfläche geholt.
Sei vorsichtig beim Runterkommen, Shifu, sonst brichst du dir hier noch die Beine. Ja, genau so solltest du es nicht machen. Wir gehen erstmal hier rein. Okay. Hier ist der Bereich, an dem man dann zum ersten Tor kommt. Hier führt dann auch später die Treppe runter, die da im Turm ist. Da kommt man dann praktisch zu diesem kleinen Konstrukt. Dieser Turm befindet sich ebenfalls noch im Aufbau. Der ist jetzt taufrisch. Nach unten würde ich nicht buddeln, kommst nämlich nur tief runter. Da oben die schwarz-weiß-preußische Fahne, also ursprungspreußisch. Ich hatte keine andere Idee für eine Fahne, außerdem wollte ich nicht allzu viel Wolle verschwenden. Der Baum ist übrigens noch von damals, Shifu, als dein Gebäude hier noch stand. Den Baum habe ich nicht weggerissen. Ja. Und regelmäßig verpasse ich diesen Ausgang, weil der nämlich so exakt... Also man übersieht ihn einfach beim Hochlaufen, übersieht man ihn richtig schnell, weil ich das an so einer Nische liegt. Wenn du nicht weißt, also wenn du überhaupt nicht drauf achtest, rennst du drei, vier Mal dran vorbei. Na, das ist hier das angedeutete innere Wallring, ne? Hier haben wir ein paar Gebäude platziert. Und hier unten geht es dann auf den auf den großen Platz, wo sich dann auch der Haupteingang der Burg befinden soll. Da habe ich mir extra mal ein paar Beete angelegt, um Bäume zu pflanzen. Ich musste dafür hier mit Erde eine Leine rüberziehen, dass ich praktisch da drin Rasen habe für die Bäume. Und hier geht es dann hinab in einen tieferen Bereich. Da werde ich auch noch mal ein bisschen dran rumschrauben. Dort oben, wo Shifu gerade ist, da befindet sich die höher gelegene Plaza. Also praktisch ein kleiner zweiter Platz. Und Shifu hat da gerade schon... Hier kommt auch eine Pflanzfläche rein übrigens. Shifu hat hier gerade schon das herausgefunden. Hier. Tschüss. Hier kommt ein Gebäude hin. Ein relativ groß, also für die Verhältnisse relativ großes. Ein kleines Herrenhaus mit Turm und allem. Ja, und die ganze städtische Sache, also die ganze Stadt wird sich hier langsam absenken, so stufenförmig in die Ebene, bis zu den Fackeln ungefähr da hinten. Die sind zwar nicht von mir, aber ich nutze sie als Markierung. Ja, soviel zu meinen Projekten. Wie gesagt, dieses Tor ist taufrisch. Ich sah mich gezwungen, dieses Tor einzubauen, weil ich mir jetzt diesen Tunnelanschluss, den Kevin gebaut hatte, teile. Mit Hugo Out 1993. Der teilt sich jetzt mit mir den Aufgang hier oben, deshalb habe ich das... Ich habe ja auch mal ein bisschen rumgebaut, also alles Cobblestone gemacht, dass das praktisch abgegrenzt ist vom Tunnel unten. Und jetzt gehen wir mal zu Kevin seinem Ortschaften runter. Da hat sich auch einiges geändert. Am besten wäre es... Also hier, das hat sich nicht geändert, ne? Aber wir haben jetzt auf jeden Fall hier diese Kante. Wir haben hier diese haufenweise Häuser hier, das dänische Bettenlager. Eindeutig. Matratzenkonkord. Hier haben wir noch ein paar andere Räume, also sind so Mietkasernen, könnte man sagen. Sieht auf jeden Fall richtig schon nach Stadt aus, man könnte es aber eher nach Höllenstadt bezeichnen. Vor allem mit dem Brennen, mit dem... Ja, aber sieht doch original so aus, oder? Mit dem Brennen da drin in den Gebäuden. Sieht aus wie eine Stadt in der Hölle. Müsstest du oben noch so eine riesen Kuppel machen, weil es da aus Neverwreck. Und dann würden die Leute wahrscheinlich sofort denken, Alter, warum spawn ich mit Never? Das wäre echt mal die Idee, so eine riesige am Spawn, weil so eine riesige Never-Kuppel bauen aus Neverwreck und dann innen drin auch so alles ausgestalten, dass es aussieht wie bei Never. Ja. Und hier kommt mal eine Frage. So. Ja. Habt ihr hier echt nur Räume gebaut, wo nichts drin ist? Das ist Kevin sein Projekt. Ecke. Einrichtung kommt später. Sieht man was seltsam aus. Überall, die ganze Stadt ist voll und die ganzen Räume sind leer. Genau. Sie hat eigentlich so ein bisschen Räume ohne Einrichtung. Hat aber auch so ein bisschen was von Geisterstadt, ne? Hier unsere Deutschlandfahne, ganz wichtig. Salutiert! Okay, genug salutiert. Hier die, eine Wohnung zu vermieten. Ein bisschen heiß. Sogar eine Bar drin. Geil. Die gefällt mir. Hier waren mal Kaktusse, würde ich schätzen. Oder Kakteen. Nein. Nee? Aber sollten mal welche, oder? Auch nicht? Nee, ich hab das als Muster so gemacht. Achso. Okay. Dann haben wir hier Kaktusse auf jeden Fall, oder Kakteen, je nachdem, wie es mögt. Dann haben wir hier, na, Kevin sein Tower, den kennt er ja noch. Der hat jetzt hier praktisch so ein wenig Begleitung durch diese Brücke. Da drüben haben wir Schweinestall und ein paar andere Gebäude, aber ich glaube, der Bereich, der war auch schon vorher da, oder? Da unten. Da waren aber... Nein, der war jetzt, der kam erst später dazu. Okay. Also jetzt auch das war eine andere Karte, ne? Wo du auch so angefangen hattest mit so einer ja, Aufwasser, genau. Da hinten siehst du jetzt auch die Mauer, die ist jetzt auch neu. Ja, die Mauer, genau, die Mauer außenrum ist auch neu, die grenzt so ein bisschen den Wohnbereich ab. Das Gebäude da oben gehört dem BHSH. Benedikt. Also Benedikt, genau. Und ja. Kannst du da sein eigenes Netaportal. Ja, da unten. Hier kannst du ja mal zu. Wenn du willst, kannst du ja mal zu Ossi nach Hause fahren. Ja.
Machen wir dann zum Schluss, dann fahren wir von da aus, fahren wir hin und fahren wir mit dem Nether-Zug zurück. Der hat da so ein bisschen Poolbereich und alles. Ne? Da unten geht's in die zum Nether-Portal runter. Das zeigen wir euch, wie gesagt, später bei Ozzy. Und jetzt müssen wir mal... Ach, fährt er jetzt los, ja? Ah, ich hab ihn losgefahren lassen. Tja. Sag Bescheid, wenn du angekommen bist. Ach, hier kommt Viren mal raus, oder was? Der hat sich nämlich... Weißt du, was man hier richtig böse machen könnte? Einfach mal ein Stück von der Brücke rausreißen. Das fällt nicht auf, weil die Welt so langsam nachlädt. Vergiss es. Gut, gehen wir mal über die Brücke zurück. Das war 8 Stunden Arbeit, diese Brücke. Da ist Viren sein Haus. Fickt euch, ey! Wo bin ich denn hier? Bei Ozzy! Ich kann die Map-Begrenzung sehen. Bei Ozzy! Viren sein Haus, das geht so ein bisschen nach unten. Und da haben wir den Erik, ich zeig dir mal Viren seine Mine. Ja, das können wir machen. Komm, wir gehen zu Viren und dann gucken wir mal. Ich kann nicht rennen, mein Controller ist Schrott. Ich bleib hier irgendwo hängen, Alter. Ich bin hängen geblieben. Moment, das hört sich falsch an. Ah, okay. Ach, die Bäume. Ich bin nicht der Erste, der an den Bäumen rumschnippelt. Geh weg da. Ja, Ozzy war der Erste. Ah! Was baut Ozzy denn hier aus? Sein Grab oder was? Naja, wir auf die Stufe 4. Um Diamanten zu farmen. Müssen wir dazu bei Diamanten, die ich ihnen schon längst abgenommen habe. Ist der Angst, er macht Unfug damit. Bisschen dunkel. Oh, hier sind wir in Veron sein Bereich und gehen auch gerade in Veron seine Mine. Ja, da bin ich schon auf dem Weg. Ich war schon mal bei Veron drin, muss ich dazu sagen. Cobblestone holen. Da hat er nichts dagegen, wenn man sich das leid. Alter. Also ich muss schon sagen, oder? Diese flüssigen Frames bei der Zufahrt, also bei der Zugfahrt, echt der Hammer, ey. Au! Das hätte jetzt eigentlich noch tiefer sein müssen, Mann. Wie geil. Dass er die Treppe aber auch so ran, weißt du, dass er die Treppe auch so lange ranbaut? Nein, nicht von hier aus, nein, warum? Man soll ja hier rauskommen, direkt in den Tod stürzen. Alle guten Dinge sind 3, kommen gleich nochmal. Jetzt weißt du, nee, das passiert nicht nochmal ein drittes Mal und dann ins andere Loch reinfallen. Lalala, ah! Aber Langeweile muss man schon haben, muss man ja mal so sagen, ne? Ja, es hat Veron. Er meinte, er will ja unten, wenn er auf Stufe 4 angekommen ist, sein eigenes Haus da unten haben. In einer riesigen leeren Höhle. Hat irgendwie was. Will er irgendwie einbauen, keine Ahnung. Ich war mal auf einer Karte bei bei Total Miner. Da haben die. Haben einfach ein riesen Loch reingesprengt, so eine riesen Höhle und haben sich da drin ein Dorf gebaut. Das sah geil aus. Ja? Ja, hier haben wir ein paar Felder. Was beredet ihr beiden genau, da schon wieder? Das ist genau die. Was machst du? Oder? Oh, Feier, ihr seid ja ein richtiger Verschwörungsring, ne? Naja, hier haben wir Wohnungen zu vermieten, genau, die gucken im Sommer in so eine Sandsteinwohnung, ist mal was anderes gewesen. Mit einem Bett drin und einem Ofen. Wo seid ihr? Wir rennen durch die Stadt. Erik, komm mal mit ins Nether-Portal. Hat sich auch eine Menge verändert. Gut, aber nee, warte mal, lass mal erstmal die Stadt weitermachen. Okay, bist schon weg. Weil dann machen wir erstmal deine Stadt durch und dann komme ich auch in den Nether. Weil jetzt ist ja nicht mehr viel, jetzt sind hier noch ein paar Gebäude. Hier der Turm. Ja, also oben auf dem Berg da oben ist auch noch ein Gebäude. Und hier die kleine Hilfe für den Erfolg mit dem Schwein. Ne? Pass auf, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ihr geht hier rein. Bringt das Schwein dazu, dass es da in der Mitte runterspringt und dann verreckt das jämmerlich. Während ihr den Erfolg erntet, natürlich. Was ist das hier? Verbrennungsofen. Schreibt doch gleich KZ dran. Oh. Hab ich das laut gesagt? Scheiße. Wie gesagt, die Idee hatten wir schon. Ozzy baut die Kammer aus. Hier sind schon überall so eine Häuschen, wo nichts drin ist. Das sieht verdammt danach aus. Also, du könntest ruhig KZ dran schreiben, das glaubt dir jeder. Alter, ich wollte das eigentlich nicht. Außerdem, ich sag jetzt mal so grau, wie das hier aussieht, richtig schön trostlos, alles einheitlich. Also, ich wollte es ja eigentlich nicht laut sagen, muss ich dazu gestehen.
Hast du aber. Schade. Scheiße. Scheibenkleister. Egal. Ne, hier oben sind wir jetzt bei Ossi seinem ersten Haus. Warum zum Teufel steht eine Kuh hier oben? Egal. Warum zum Teufel ist eine Kuh in Ossi seinem geheimen Bunker, in seinem Keller? Alter, ich glaube, Ossi hat irgendwelche geheimen sexuellen Fantasien. Die lebt ja noch. Ich traue mich auf eine. So, jetzt gehen wir mal wieder runter. Da hinten ging es irgendwo hin, aber ich weiß nicht mehr wo. Jetzt gehen wir uns aber erstmal den Never angucken und dann kommen wir vielleicht auch bei Ossi raus. Dann gehen wir von Ossis aus wieder zurück. Der Tunnel Richtung Ossi ist fertig. So, dann sind wir gleich wieder im Neverportal. Ist ja alles gut gelaufen. Viel mehr zu sehen gibt es bisher auch noch nicht. Ich glaube, das anstrengendste ist der Never gewesen bisher. Ja, war es auch. Also der Tunnel ist ja jetzt so gesagt fertig, weißt du ja selber, warst du ja dabei. Ja, naja, ich habe den Tunnel nicht wirklich gesehen, muss ich dazu sagen, weil ich bin schon raus. Oh ja, Feuer. Daran erinnere ich mich noch. Ich habe ja hier sehr... Ah, ich sehe, du hast Bäume gepflanzt, da wo ich gebrüllt habe. Ja. Steine! Dann hört bloß Fabi im Hintergrund. Ah, guck mal, Steine! Nein. Ohne Witz, nächstes Mal muss der dabei sein. In den Kommentaren sind immer mal so King. Wirklich, du hast bloß aus dem Hintergrund hast du so, oh, guck mal, Steine! Oh ja, Nährung, ey, richtig. Erik, ich hab bei jetzt auch ein neues Projekt, das wirst du da an der Kreuzung gleich sehen dann. Kreuzung? Alles klar. Na, die Dreierführung. Erik! Sorry, musste sein. Levelgrenze, okay. Alter, es geht rauf und runter. Oh, das sieht cool aus hier. Der Gang mit dem Step, also mit den Stufen, der ist gut gemacht. War doch, wie hieß denn der Typ? Warte mal, jetzt geht's. Warte mal. Okay, warte, hier geht's. Lavabecken für. Ach, stimmt, da hast du von was erzählt. Ein Lavabecken für alle. Ja, genau. Aber ist noch nicht fertig. Also die Schräge, es geht schon mal komplett bis runter. Habe ich mit Marshall jetzt Donnerstag gemacht noch. Aber also die Leiter führt schon mal runter, weißt du? Bloß der Teil davon, Abteil, ist noch nicht ganz so fertig. Das kannst du mal knicken, Shibu, dass ich da jetzt runtergehe. Voll der Plan. Ich hab nämlich schon gesehen, dass du, als ich runtergeguckt habe, ich gesehen, wie du Scheiße so abgebaut hast. Bitte nichts abbauen, weil wir brauchen das. Zu spät. Er hat die Leitern kaputt gemacht beim Runtergehen, damit ich da runtergehe und dann festhänge. Ja, weil es nämlich auf automatisch Speichern eingestellt, deswegen. Dann beim nächsten Mal, wenn du zum Lavabecken willst, bitte Leitern mit, sonst kommst du da nicht mehr raus. Ah, hab ich wieder reingesetzt. Okay. Solange du es wieder anbaust, ist alles in Ordnung. So, jetzt geht's auch mal weiter. Auf jeden Fall eine Heidenarbeit, sich hier durchzurudeln. Ich finde auch die Never-Musik relativ geil. Das ist mal was anderes. Ah, Ossi sein Portal. Mehr war verlassen. So? Ich bin hier immer noch. Ihr habt mich rausgedrückt. Ach man! Komm auf mit dem Scheiß! Schade, ich dachte, ich bin jetzt gleich schon wieder. Ne, das funktioniert nicht. Allerdings hätten wir das Portal wahrscheinlich ausmachen können. Aus Versehen. Ist das hier Ossi sein Keller? Ja, wa? Ja. Da geht's runter. Okay, er hat noch nicht wirklich viel gearbeitet hier dran. Ihr wolltet das Portal erst auf der anderen Seite machen, oder? Arschloch. Tifu, du müsstest die Lore auch mal wieder hinstellen. Hab ich doch, ich bin wieder zurückgefahren. Wie kommen wir hier weg? Was bringt den hier hinten? So. Na, Erik, alles. Wenn wir die Trollerei jetzt endlich mal beendet haben, gut so. Dann kommen wir hier auch wieder weiter. Schöne Sache. Ui, Ossi hat fliegende Truhen, das finde ich geil.
So. Wie gesagt, du brauchst nur eine Lore, da packst du dann alle rein und die werden dann zur Kammer gefallen. Lore muss ja nicht drücken. Alter. Boah, nee, das ist so bitter. Wobei wir bei dem Thema sind, jetzt weiß ich auch, wofür die Grube da unten gedacht ist, weißt du? Ja, ne? Da wird an der Quelle kommt noch ein Dach drüber und Lüftungsschächte und dann geht's los. Oh Mann, ey, hab ich zufällig. Nein, ich hab natürlich keine Lore. Okay. Gut, das war Ozzy Science. Der hat ja noch nichts wirklich. Ich glaube, das war's auch generell von der Karte erst einmal. Dann können wir uns jetzt damit befassen, was wir hier neu auf der Karte bauen werden. Oh, die 20 Minuten sind rum. Die eine Folge ist durch. Ja, auf jeden Fall. Ah, ich fall. Nein, doch nicht. Ah, ich fall. Nein, doch nicht. Was hast du denn, ey? Bei mir ist alles geladen. Wenn du beiseite gehst, könnte ich wieder... Ja, nein. Hä? Ich will... Okay. Ich kann keine Container und Truhen mehr verwenden. Keine Blöcke mehr fressen. Mehr graben und keine Gegenstände. Mann, Kevin! Das ist mir ganz nicht Spaß. Weil kannst du wandern. Da hat er recht. Muss ich mir immer zustimmen. Nicht, dass ich am Ende meine wunderschöne Burg in Schutt und Asche wieder finde. Ich nicht so, dass irgendwas kaputt geht. Zeug auch wieder. Ja, du, ja, ich weiß, du. Ich kann mich noch... Wenn du treust, bleibst sowieso nichts übrig. Ich kann mich dann noch so ein bisschen an meine Karte erinnern, die auf einmal in einem Lavabecken schwimmte. Ah, und mein Holzturm... Und du trob bist auf verlassen ohne Speichern gegangen. Mitten in der Folge, wo nichts passiert ist. Naja, da ist schon ein bisschen was passiert. Ich meine, Gott sei Dank habe ich bei eurer Trollerei relativ früh den Autospeicher ausgemacht. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich jetzt ein Lavadorf. Hi. Na, Kevin, alles schick? Jetzt runter hier! Und tschüss! Okay, dann sehen wir erstmal nicht. Ey, was einer von euch übrigens, wer Vitex ist, Alter? Ich hab irgendwelche Leute in meiner FL, von die ich gar nicht mehr kenne, Mann. Ich war zu lange nicht online. Jetzt muss man eigentlich so eine Schlaufe hier lang bauen mit Schienen, dass er wieder zurückfährt. Ja, ich habe ja keine Schienen, leider. Und du kannst Gott sei Dank nichts kaputt machen, sonst würde er wahrscheinlich gleich im Loch fallen und ersaufen. Na, siehst du eine Kleinigkeit? Ach nee, da waren wir schon drin. Mal gucken, ob Kevin mittlerweile den Innenraum seines Hauses besser ausgebaut hat. Ist der Pool immer noch unten offen? Mit Einrichtung sagst du, richtiger Luxus. Welcher Pool? An deinem Glasgebäude da, an deinem Haupthaus. Ja, der ist noch offen. Kannst ja mal gehen wir nochmal ins Netherportal und gehen mal ganz nach oben. Da findest du eine kleine Lore. Ganz nach oben. Die fährt immer noch im Kreis, schätze ich mal. Ich hab mich mal reingesetzt, die fährt immer noch im Kreis. Wirklich, Einrichtung ist noch nicht dazu gekommen, aber lauter Kakteen hier. Und Kaktussen. Hm? Wieso meinst du? Na, ich hab da auch eine Dauer im Kreis fahrende Lore. Die betreibt doch mein Pumpenhaus. Stimmt eigentlich, hast du recht. Was besprecht ihr da schon wieder? Lol. Nicht, gar nicht. Also ich könnte ja gerade einfach mal schwören. Ich könnte schwören, ich stand gerade schon im Neverportal. Jetzt stand ich aber mal wieder in Kevin seiner Haustür. Dein Portal führt mich an seltsame Orte. Oh. So, meinst du, hast du dann so gemeldet oder was? Okay. Oh, du warst gar nicht schuld. Ja klar, warum kommst du nicht an deinem eigenen Portal raus? Ich baue das Ding einfach ab, ey, das ist mir zu blöd. Ich hab schon öfter gesagt, wir brauchen öffentliche Portale. Eins und nicht, dass jeder irgendwas baut und dann kommst du bei irgendeinem Nachbarn raus. Nein, aber hier wollte ich gar nicht raus. So ging's bei mir, so ging's mir allerdings auch schon. Irre, das auch. Genau, erstmal beim Nachbarn rauskommen dann. Du musst da mal weg, geh da weiter weg.
Danke. Wie geil, Alter. Wie geil. Oh, da ist die Leiter. Boah, sogar ein eigener Balkon. So viel Abwechslung. Ja, Erik, die fährt noch. Alter. Oh ja. Ob da oben Motorrad steht? Keine Ahnung. Bisschen hoch. Ah. Jetzt fährt sie andersrum. Alter. Studi hat auf jeden Fall Spaß dabei, sich die Map anzugucken. Okay, du hast also alles nach hier unten verlagert. Ja, guck dir mal die anderen drei Truhen an. Ah, Stein. Ah, Stein. Ah, Stein. Welche Überraschung. Okay. Das ist die reinste Stromverschwendung hier. Das Ding immer in die Ecke fahren zu lassen. Juhu! Kevin, du zahlst auch deine Stromkosten. Dü-dü. Boah, ey, weißt du bist schneller als die Lore, das Spiel kommt gar nicht hinterher. Du sitzt nämlich schon außerhalb. Das ist geil, Alter. Cool, jetzt bist du noch ruckartig unterwegs, ey. Von einer Ecke rauschst du zur anderen. Er fährt nicht mal ganz um die Kurve, ja? Ach, guck mal, eine Abkürzung, der fährt einmal quer. Du musst mal auf die Kurve gucken. Alter, das dreht sich extrem schnell gerade. Geht doch. Na, weg. Nee, oder? Nein. Ich bin jetzt erst. Ich bin der Erste. Geht weg. Ich hab die. Ich hab die Aufnahme laufen. Hau ab. Haut ihr wohl ab. Scheißegal, ob du die Aufnahme laufen hast. Geh weg. Geh weg. Nein. Ich bin, lass mich jetzt. Ich bin der Erste. Von wegen. Boah, ohne Witz, die Bahn hat dich so runtergeleckt, ey, du bist nur noch ruckartig unterwegs. Ach ja. So, jetzt geht's runter. Was machst du denn da? Holst du dir an der Leiter einen runter, sag mal? Ja, rauf, runter an der Stange. Ah! Jetzt weiß ich, was du machst. Du dancest ein bisschen. Tu mal mit dem Schalter, danke. Na dann, wieder zurück. Ach ja, hier, guck mal nach links. Ein Gefängnis. Oh, warte hier. Ah, da. Ich würde aber nicht reingehen, es gibt keinen Schalter noch draußen. Muss jetzt sagen, wenn Shifu gerade zuhört? Nee, war ein Spaß. Ja. So, jetzt deaktivieren wir mal das Nepper-Portal, den wir da nicht reinsetzen. Nein! War ja auch bloß ein Spaß. Würde ich nie machen. Also, nicht hier. Nur außerhalb der Aufnahme, wenn ich wieder als guter Mensch dastehen muss. Was ist eigentlich aus der U-Bahn geworden? Warte mal, haben wir die jemals fertig geworden? Warte mal. Ja, die ist fertig geworden. Die kannst du entlang fahren. Wo hat die denn angefangen, sag mal? Nein, hier war es nicht. Scheiße. Also ich weiß, warte mal, ich glaube, ich weiß wieder wo. Oh. Unser Horst speichert. Unser Horst speichert. Unser Horst natürlich, unser Horst. Ah, ja. Braucher leben länger. Als was? Als Steine? Ja.
Raucher, ey, Raucher leben länger als Tote. Wir sollten auf jeden Fall nochmal einen richtigen Zugang. Lol. Bist du sicher, dass es hier war? Shifu weiß gar nicht, wo es ist. Erstmal schon mal. Es war doch irgendwo. Da ist doch ein Schild mit. Du, da ist doch ein Schild mit U-Bahn. Ja, ja, ich weiß jetzt auch wieder wo. Genau, hier war's. So, das ist die U-Bahn in der Fast-Endphase. Bahnsteig. Wieso Bahnsteig? Die U-Bahn-Strecke ist fertig. Nee, ich gucke jetzt gerade den Bahnsteig. Und jetzt fahren wir mal durch den Tunnel hier. Das leckt gerade so ein bisschen rum. Hi. Hi. Shifu kann. Gibt auch Schalter zurück. Jo. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Okay, wir fahren gerade durch nichts. Jetzt habe ich wieder ein bisschen. Ich drehe mich mal um, dann sehe ich wenigstens, was passiert. Okay. Ey, mitten im Nichts schweben jetzt so große viereckige Blöcke durch die Gegend. Ah, okay, jetzt sind wir bei Marshall. So. Weißt du, Lore muss man ja wieder platzieren. So, dann fahren wir mal zurück. Kommen wir ja nicht weg. Wie geil, Mann. Ab und zu sind hier so eine Säulen, ja, weil die Karte nicht hinterherkommt mit dem Laden. Lädt es immer bloß so Teilbereiche. Jetzt habe ich mal so fliegende Säulen, die nichts rumstehen. Da sehe ich mal alle Höhlen und das ganze Wasser und alles, ey. So, dann mal hier um die Ecke. Ah, da vorne. Lol. Irgendwie ging die Rückfahrt schneller als die Hinfahrt. Ja, geht, wa? Hatten wir in der Richtung nicht auch vorgehabt, irgendwie irgendwo hinzubauen? Ich glaube ja, ne? Keine Ahnung. Irgendjemand wollte doch, dass wir da hin. Warte mal, ich gehe mal einfach den Gang ab. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ach, nee, warte mal. Wir hatten mal gedacht, oder wir hatten mal gesagt, wir können den noch erweitern. Das hinten war, glaube ich, bloß eure Höhle. Ja, das war bloß eure Höhle. Ach ja, Erik, darf ich dir die tiefste Höhle mit den 40 Schächten mal zeigen? Kannst du machen. Finde uns hab wieder. Ich dich ja dann mal ein bisschen verlaufen. Ja, ich gehe mich verlaufen. Gute Idee. Gut, rein technisch gesehen habe ich nichts dabei, wo ich traurig wäre, dass ich verliere, wenn ich verliere. Ich schon, meine ganzen Netherblöcke. Ich habe noch 3 davon. Wow, ich habe, warte mal, 3x64. Ich habe ja meinen. Ich bin dann mal auf. Alles klar. Wir hören uns bei der nächsten Let's Bash-Folge, ja? Ja, Klärchen. Alles Klärchen. Bis dann, ciao. Gut. So. So. Jetzt sind wir wieder unter uns. Jetzt ist der Troller raus. Gott sei Dank. Bei Minecraft kannst du ihn fast gar nicht aushalten. Das ist ja nur am Trollen. Ah, deswegen habe ich auch alles deaktiviert. Der hätte irgendwann hätte dir ein Loch in die Brücke gerissen, weißt du? Ich baue wenigstens bloß Blöcke mit irgendwas zu. Aber da kriegst du ja weg. Aber abbauen mache ich nicht. Oh, ein Wolf. Ja, die tummeln sich hier immer an dein Gebäude. Da waren letztens waren da 8 Wölfe. Gut, ich glaube, ich weiß, wie ich meine Festung nenne. Ich nenne sie Wolfenstein. Wolfenstein. Wolfenstein, Wolfenstein. 1. Mai und Steine passt ziemlich gut zusammen. Maistein. Marnstein. Marnstein heißt mein Schiff. Springen. Egal. Oh, Höhle. Ausgeleuchtet. Nee, hier ist er noch nicht. Nee, ich weiß, ich sehe den Turm. Ich sehe es. Das ist auf jeden Fall sehr gut hier ausgeleuchtet. Ich ausgegraben. Warte mal, wo bist du jetzt gerade? Ach, hast dich mehr rausgefunden, hast dich hochgebuddelt, ja? Ja, genau. Ach, da hinten. Kam direkt in den Turm wieder raus. Geht hier einfach nur runter. Hier ist der Eingang. Ja. Hier ist der Eingang und wenn du unten angekommen bist, irgendwann mal, dann kommst du nicht mehr raus. Okay, wo hast du dich rausgebuddelt? Am Turm oder was? Oder? Warte. Da ist sogar schon Gras drauf gewachsen.
Lass uns warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ey, ich habe meine, meine Workbench wiedergefunden, die ich vom Bäume sammeln hier platziert hatte. Ah, hier. Das ist immer voll lustig, weißt du, buddelst dich 100 Jahre runter, denkst du, okay, du bist übelst weit weg. Und auf einmal buddelst du dich einfach wieder hoch. Hier bin ich rausgekommen. Cool. Warst gar nicht weit weg vom Eingang. Hier sind zwei Löcher nebeneinander. Da hätte jetzt eigentlich gar kein Bogen, kein Boden sein sollen, weil es einfach so ein Schacht nach unten. Ja. Hätte ich Sheep Olisen gleich gemacht. Ah, stimmt, hier habe ich nur Eisenerz und Kohle kurz gefunden und das war's. So, was haben wir denn noch so? Ja, hier die diese Erddinger hasse ich ja persönlich. Vor allem, wenn die sich dann kilometerweit ziehen. Ich habe mal eine Karte gehabt. Da hat man so einen Erdspalt gehabt, bist reingefallen. Dieser Spalt ging bestimmt 5 oder 6 Biome weit. Das war so eine Schlangenlinie. Und da hat er natürlich genau zwei Blöcke hoch immer bloß Stein. Und komm mal her, komm mal her. Ja? Yeah, Never Rack, also Never Bricks in dem Fall. Ziegel aus der Hölle. Frisch importiert. Kotz mich an, ich stehe drauf. Ah ja, wie die kotze Brocken mir ins Gesicht fliegen. Ich fühle mich gerade extrem unsauber. Ey, meine Burg sieht von hier aus gar nicht schlecht aus. Ja, auf jeden Fall cool. So an seiner Seite soll sie vielleicht dann noch eher ranbauen. Ja, hier, da wo die fliegende Schicht ist, da baue ich ja runter. Ungefähr, warte mal, komm mal mit. So. Bis hier zu den Fackeln. Also hier an den Fackeln soll es dann Boden, also soll es mit dem Fußboden bündig sein in etwa. Ach so. Bis hierhin willst du stufenartig runterbauen immer. Okay. Naja, wie gesagt, Erde hast du ja unendlich. In der Erde habe ich selber noch genug und Steine kriege ich ja immer gestellt. Na, TDSR ist jetzt vorgestern oder gestern fertig geworden. Ja, sehr schön. Aber hier von hier oben sieht es irgendwie manchmal sein kleines Grashaus lustig aus. Ja, war mit den Streifen drauf. Den Ausblick genieße ich ja von meiner Burg auch. Mit dem fliegenden Baum da drüber finde ich so geil. Genau, ist der Marshall sein Haus hier. Mit dem Gras. Ja, ist ja jetzt auch wieder umgezogen. Ja, es hat das Haus jetzt wieder so gelassen. Komm mal kurz her. Komm mal da rein. Oh mein Gott. Das ist die reinste Tierfalle, Alter. Wie geil. Ist da lang Gang gebaut und nicht weiter. Und in der Kiste was drin? Nö. Er hat alles mitgenommen. Ja, guck mal, wir haben jetzt auch eine komplett neue Sache. Also wir haben jetzt eine kleine Sortierhalle, weißt du? Oh. Erstens hier noch. Deine Pflastersteine mache ich dir erstmal rein. Da vorne in der Truhe kannst du mal reingucken, da sind deine Pflastersteine. Warte, jetzt geht's auch. Okay, hol ich mir nachher ab. Und dann hast du auf jeden Fall, wenn du Werkzeug oder sowas brauchst, eine Sortierhalle. Aber wir haben jetzt extra alles Bilder mit dran geheftet. Stimmt, das hatte ich beim letzten Mal gesehen. Da war ich auch da drin und auf jeden Fall müssen wir die Sortierhalle vielleicht in ein größeres Gebäude verlegen. Du hast doch hier noch ein, zwei, ja, die leer sind, ne? Weil dieses kleine, wenn die Kisten mal so hoch und runter stehen, ist ziemlich unübersichtlich. Finde ich persönlich zumindest. Ja, ich habe überlegt, eine zweite Sortierhalle. Vor allem, wir brauchen mehr Durchgänge. Warte mal, ich mach mal hier kurz den Zaun weg. Am besten wäre eigentlich hier auch noch so ein Durchgang, weißt du, so. Dass man nicht so einen abgeschränkten Bereich hat. Hier so ein Zaunfeld, hier so ein Tor rein, weißt du, und dann kannst du hier mal schon durch. Warum müsste ich denn da in den Kisten noch haben? Ist der hier größer? Ne, der ist nicht größer. Schade. Ey, wir müssten ein Gebäude oder zwei müssten wir miteinander verbinden, dass wir eine richtig große Halle bekommen. Alter, ich spack gerade richtig mit dem Rennen rum. Das Gebäude ist relativ groß hier, aber hier ist das Soundtrack. Okay. Was hältst du davon, wenn man die beiden Gebäude hier miteinander verbinden würde, also den Bereich hier zu, und hieraus diese Sortierhalle macht, aus den beiden. Da hast du eine richtig große Halle, in der passen eine ganze Menge Kisten rein, hast genug Platz, um die Bilder anzubringen, für jeden Gegenstand eins, oder für jede Art.
Ich mache mich schon mal ein bisschen an die Arbeit hier. Fenster kaputt. Kaputt. Wir müssen eigentlich noch ein Item rausbringen, dass die Scheiben nicht mehr kaputt gehen. Ja, das sollten sie wirklich machen. Wenn man sie abbaut, kann man sie behalten. An der Anfangsversion ging das ja, ne? An der Anfangs... Ja, aber sonst darfst du immer wieder neu Sand holen. Das ist auf eine Art irgendwann auch scheiße. Ja, vor allem, weil du andauernd Ressourcen verlierst. Ich meine, Sand ist ja jetzt nichts, was du wiederherstellen kannst. Deswegen. Ich war mal auf einer Karte vom Typen, der hat so viel Glas produziert, der hat seine komplette Wüste abgefarmt. Das war bloß noch ein bisschen Stein. Mehr war das gar nicht mehr. Hab ich gerade Erde da? Ja, ich habe Erde dabei. Sehr gut. Kann ich nämlich mal kurz darauf steigen. Das war ja eigentlich. Das war ja vorher auch komplett Hügel dann. Also Erde, weißt du, komplett Erde nur. Ja. Warum hast du jetzt Erde davor? Damit ich aufs Dach komme. Zum Zubauen. Ich baue immer gerne von oben. Ja. Oh, ich baue immer viel lieber von oben als von unten. Weil es irgendwie bequemer ist. Kurz Glas holen. Die Scheiben. Jo. So. Der Schüssel ist online. Bei mir sind auch gerade. Hannes ist online gekommen. Ah. Ja, ja. Ich habe schon vorhin festgestellt, Hannes ist eigentlich jetzt ein ziemlich überflüssiger Mensch. Yep, wurde umsonst geboren. Naja, umsonst nicht, aber kostenlos. Aber lass einfach die zwei Türen, weißt du? Ja. Ja, vor allem mit den zwei Türen hat man den Vorteil, weißt du, egal von welcher Richtung man kommt einfach relativ schnell rein. Deswegen. Man könnte sogar. Warte mal, wenn hier ist. Ja, also eine Menge Holz habe ich noch, also ich kann auf jeden Fall gut Truhen bauen. Habe ich ja alles, wie gesagt, in der Hölle. Ja. Hier ist doch ein Durchgang. Naja, warte mal, ich will von hier aus gleich eine Tür reinsetzen. Weißt du, dass man von zwei Seiten reinkommt? Dann kannst du praktisch, wenn du vom Nether irgendwas mitbringst, kannst du praktisch direkt aus dem Portal raus, weißt du? Und dann zack. Die Türen sind in den Dingern dahin. Hier durch die Tür rein. Das würde perfekt sein. Zack, zack, zack. So. So, jetzt hat man praktisch ultimativ hier die Möglichkeit reinzugehen. Finde ich toll. Haben wir wieder was Schönes gebaut innerhalb von ein paar Sekunden. Siehst du, ich kann den Zuschauern ja mal, die werden eh nicht auf die Karte raufkommen, schätze ich mal. Kann ich ja mal unser kleines Geheimversteck zeigen. Du hast es ja eh schon fast allen Teilnehmern, also fast allen gezeigt, die auf der Karte spielen. Naja, sagen wir es mal so, also ich bin da unten jetzt nicht mehr drinnen mit. Sondern jetzt sind da eigentlich nur noch meistens halt Veron und Marschen mit drin und halt du. Also deine Sachen, mach dir keine Sorgen, sind drinnen. Na dann ist ja gut. Weißt du schon, dass es hier ist? Ja. Ich guck bloß wegen den Wasser. Das kommt mir nämlich so vor, als wäre das Wasser jetzt durchsichtiger als vorher. Gute vorher, glaube ich, nämlich deswegen nicht so hat ja Marshall auch dann noch vor dem Block gebaut, weißt du, weil man es von dort beim Laufen immer gesehen hat. Ja, seitdem da drüben natürlich der Komplex steht, ist natürlich mit dem Sehen scheiße. Oh, ganz wichtig, unser kleiner Geheim. Also so geheim ist der Hebel jetzt nicht mehr. Ja, den haben wir damals gebaut, als die ganzen Anbauten noch nicht waren. Also, ja, Erik, guck dir mal den Spruch an der Wand an. Den hab ich da hingeschrieben. Ja. Marshall teilt sich jetzt mit meinem Krims. Ich könnte schwören, in meiner Kiste war mal mehr drin. Tja, frag die anderen. Genau deswegen wollte ich das. Hat auch auf jeden Fall eine gute scheiß Schallplatte gefunden. Muss ich zugeben. Seine Schallplatte hört sich an wie Gameboy-mäßig. Ja.
Weißt du, also was, das, genau deswegen wollte ich das nämlich relativ geheim halten, weil mir klar war, dass irgendjemand wieder anfängt zu klauen. Weil da waren nämlich, da waren zwei oder drei Diamanten schon drin. Und, lol, warum steht hier ein Schild mit nichts drauf? Ja, da war eigentlich was drauf, aber okay. Super. Ne, sowas ärgert mich, weißt du, packst irgendwo deine Sachen hin und irgendjemand anders klaut die. Sollen sich die Sachen mal selber arbeiten? Ich meine, ich habe für die scheiß Diamanten nicht auch gebuddelt wie ein Irrer. Ja. Na, wenn nicht, bau doch bei dir in die Burg. Ja, ich baue, ich wollte halt sowieso gerade, also ich habe sowieso schon überlegt, ob ich mal eins baue. Muss definitiv mal anfangen, hier drüben auch einen Ausgang zu bauen für den Geheimschacht. Ja, ich werde demnächst mal gucken, wo ich auf deiner Karte Slimes finde. Ich werde einfach mal in eine Höhle reingehen. Dann werde ich mir meine klebrige Pisten machen, damit ich mir ein Geheimversteck bauen kann. Weil so geht's ja nicht, dass mir die Leute andauernd meine ganzen Sachen klauen. Ganz im Ernst. Ja. Ja, wie gesagt, meiste Zeit, also Viron vertraue ich das nicht. Traue ich das nicht, weil er ist meiste Zeit unten in seiner Höhle. Ja. Und baut die Pflastersteine ab. Ich persönlich denke, es war Marshall. Dass der beim Einräumen wahrscheinlich die Diamanten gesehen hat und dann zack mitgenommen. Weil komischerweise der Eimer und das Eisen ist noch da, aber der Rest ist weg. Ja. Warum zum Teufel ist dieser Kies hier dunkler als der Rest? Ja, du glaubst ja nicht, weißt ja nicht, wie viel Eisenerz ich da unten in dieser Eimine gefunden habe. 2x64 mal. Okay, das ist natürlich eine Menge. Ich war komplett voll. Ich hab nicht mal Diamanten oder so gefunden, sondern voll viel Eisenerz und alles Mögliche. Mau. Hier sind meine restlichen Schätze. So, meine Diamantspitzhacke sollte ich mir auch lieber im Inventar behalten. Oh, warte mal, ich hab ne Idee. Guck mal weiter in die Truhe rein. Ja, oh. Ja, schmeiß mal die Steine rein. Voll. hier. Hinter dir ist noch eine Kiste. Ah, da. Die ist auch komplett leer. Oh, blöb. So, bitteschön. Aber seit, also jetzt von oben kann man das mal genau sehen, dass das in der Mitte mal ein offener Hof war. Aber ich finde, seitdem ich das Dach aufgezogen habe, sieht die Burg irgendwie besser aus. Also ich habe ja nicht nur ein Dach aufgezogen, ich habe es auch ein bisschen vergrößert, die Türme höher gezogen, so eine Sache gemacht. Den Bolzen hättest du für Schifu benutzen können. Ja, der macht so ein bisschen was Optisches, finde ich. Ja, sieht lustig aus, wenn dann hier einer steht und da dann einer steht, weißt du. Also ich mache Hebel. Ich bin hier Level... Und dann schiebst du ihn einfach runter, Alter. Armer. So. Puff. Zuck. Ja, er zieht leider nicht allzu viel ab. Gut. Ah, musst du höher bauen. Ein Loch reinbauen, weißt du? Gut, ich habe auch schon eine Idee, wo ich den Geheimgang reinsetze. Und zwar könnte ich diesen. Nein, ich könnte jetzt diesen Raum hier dicht machen und dann könnte ich hier was reinsetzen. Ja. Na, hier geht's dann eigentlich runter, also hier soll es dann runter und raus gehen. So praktisch so eine Art kleiner Ausgang, Seitenausgang. Okay. Aber ist noch nicht fertig. Ah, hier ist dein Bett. Das ist eins der Gästezimmer. Vier Stück insgesamt. Hier haben wir nochmal ein großes. Also das war hier ursprünglich mal der Raum, in dem ich gewohnt habe. Also hier war ja ursprünglich mal der Raum, in dem ich gewohnt habe, ne? Hab ich jetzt Gästezimmer draus gemacht. Die Gästezimmer haben alle eine kleine Truhe, eine Workbench, einen Ofen und ein Bett. Das hat natürlich den geilsten Ausblick. Ozzy Power SGD ist beigetreten. Das ist übrigens nicht unser Ozzy, ist ein anderer Ozzy. Und das Spiel wieder verlassen. Er ist wieder rausgegangen. Voll den geil. Aber du hast von hier aus, guck mal, wenn du durchs Fenster rausguckst, dann hast du den Ausblick auf dein kleines Dorf so ein bisschen. Man sieht die Deutschlandfahne und den Stall und so. Ja, klar. Sieht auf jeden Fall cool aus. Den Leuchtturm sieht man auch. Naja, der Groß... Ich hab mir schon mal überlegt. Ja, ich hab mir ja schon mal überlegt, ob ich den Leuchtturm vielleicht größer baue, weißt du? Ja, könntest du machen. Ich meine, die Burg muss ja nicht das größte Gebäude sein. Wäre zwar cool, wenn sie es ist, aber muss ja nicht unbedingt. Bist du auch. Bleibt auch, keine Sorge. War ein Scherz. Ich kletter nicht nochmal da hoch und baue wieder alle drunter. Hat auf jeden Fall... Ich hab nämlich keine Lust. Vor allem ist es sieht geil aus, wenn man von dir aus guckt. Man sieht halt meine Burg so über alles rüber gucken. Hat irgendwie was. Deswegen habe ich den Turm auch nicht so hoch gebaut, den anderen. Ich habe sogar noch was ganz Neues. Ganz neu? Ah, ich voll vergessen. Ja, was ganz Neues. Ich hab Babys bekommen. Du hast Babys bekommen?
Du hast Gorillas gelegt. Ja, so ungefähr. Juhu. Und runter und runter und runter. Hier geht's übrigens dann zu Hugo Out. Können wir auch mal ganz kurz hingucken. Der hat die Bäume gerodet, oder? Habt ihr die gerodet? Ja. Ach so. Gut, weil jetzt ist nämlich sein Loch im Boden. Sitzt schön auf einer Wiese. Ja, ich bin der letzte. Ich komme. Und hab mich gewundert, wo ich bin. Ich warte gerade auf den Schaden, den ich bekomme, weil ich runtergejumpt bin. Und jetzt. Dazu müssen wir aber ganz nach oben ins Gebäude. Und da geht meine Tür offen. Für den Dicken müssen wir ja ein bisschen mehr Tür aufmachen. Ganz nach oben, sagst du, Bälle. Ja. Bei mir hängt's extrem hinterher. Ich bin nämlich bei mir direkt vor dir. Jetzt bin ich hinter dir. Ich könnte dich jetzt schlagen, aber das mache ich mal lieber nicht. Hey, ich habe Erfahrungskügelchen eingesammelt. Da liegt noch eins. Und was haben die gerissen? Gut, oder? Ja. Hunde für mich. Diese Köpfe mit Körper dran, die sind auf jeden Fall extrem lustig. Aber von hier aus, ja? Wenn du von vorne einen so ein Vieh anguckst, ja, dann bestehen die nur aus dem Kopf. Stell dich mal genau vor so ein Vieh, vor so einem Welpen. Die bestehen. Oh, sehr gut. Die bestehen praktisch nur aus Kopf. Ja, Mann. Das passt. Das ist. Siehst du, was ich meine? Wenn du genau vor dem stehst, das ist nur so ein Kopf, der auf dem Boden durch die Gegend kriecht. Vor allem das Lustige ist ja, ich kann den Hunden gar nicht mal befehlen, aufzustehen. Nee? Nee. Vielleicht sind's ja gar nicht deine. Doch, das sind alle meine. Ich habe alle fünf noch umgebracht. Du hast irgendwann dann hingesetzt und nicht mal hin und nur noch sitzen lassen. Und sehr gut. Und irgendwann sind sie halt nicht mehr können sie irgendwie nicht mehr aufstehen. Genau. Die sieht voll geil aus, wenn man von deinem Haus guckt, ja? Dann steht da CDSR und dahinter ist meine Burg. Eigentlich müsste ich meine Fahne. Ich müsste meine Fahne jetzt so umbauen, also den Fahnenmast so groß machen, dass da die CD eine CDSR-Fahne dranhängt. Das wäre doch geil. Das wäre auch geil, ja. Na, hier, das ist die leuchtenden Dinger daneben, Blossom und so. Mhm. Die habe ich ja danach erst rangebaut, wo es dann fällig war, weil ich wollte da keine Fackeln an diese Seitenwände da ran. Ja. Also habe ich dann halt die Glowstone-Lampen da aufgebaut. Sieht aber auch dann besser aus. Ja, definitiv. Ich habe gerade gesehen, ich glaube, ich werde doch von dem Haus aus gesehen, nach links auch noch was an die Burg reinbauen, sonst sieht die so einseitig aus. Dass dann, weißt du, dass mein praktischer Hügel in der Mitte von der Stadt liegt. Und dann mal gucken, wie es dann wirkt. Auf jeden Fall viel zu tun noch. Und ja, viel zu tun. Oh, von hier aus sieht man die Burg richtig gut. Also, wir haben noch viel zu tun. Kevin hat mit seinen Sachen viel zu tun. Ich habe mit meiner Burg viel zu tun. Das war Let's Play Minecraft oder mehr Let's Show Minecraft. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in der nächsten Staffel von Minecraft, je nachdem, was wir als nächstes anfangen. Diese Folge ist jetzt fast eine Stunde lang, ist eine Special-Folge. Kommt praktisch, also auch morgen raus, schätze ich mal. Oder vielleicht übermorgen, je nachdem, wie ich es mit dem Rendern schaffe. Wir sehen uns. Ciao. Willst du nicht auch noch was sagen? Irgendwas? Warum nicht? Geht doch. Tschüss.